Das Bundeskabinett will heute ein umfassendes Gesetzespaket für einen schnelleren Ausbau von Ökostrom aus Wind und Sonne beschließen. Das soll Deutschland beim Erreichen seiner Klimaziele helfen, das Land aber nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auch möglichst schnell unabhängig machen von russischen Lieferungen von Gas, Öl und Kohle. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hatte das Vorhaben bereits im Januar angekündigt. Der bayerische Ministerpräsident Söder appellierte heute im ARD-Morgenmagazin für eine Weiternutzung von Atomkraft. Ich glaube auch, dass man sich relativ schnell unabhängig machen kann von Öl und Kohle. Von Gas, sagen ja alle Experten, geht es nicht. Da würde unsere Wirtschaft massiven Schaden nehmen. Ich glaube sogar teilweise zusammenbrechen und für Millionen von Deutschen eine echte soziale Armutsfalle entstehen können. Was ich nicht verstehe, ist, bei all diesen Ideen, sich unabhängig zu machen, die ich respektiere und auch unterstütze, fehlt mir, dass wir uns auf die Energie, die wir schon haben, nicht auch konzentrieren. Das Abschalten der Kernenergie ist ein schwerer Fehler. Für 10 Millionen Haushalte gibt es hierbei Strom. Wenn wir dies abstellen, wir werden, Habeck selber sagt ja, dass er bis in 7, 8, 9 Jahren diese Windenergie ersetzen will. Wir brauchen aber jetzt auch Energie, und zwar bezahlbare Energie für Millionen Haushalte. Deswegen Ausbau der Erneuerbaren, ja, unabhängig machen von russischen Energien genauso. Aber es wäre töricht, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen, zumindest noch einige Jahre das zu nutzen. Das sagen mittlerweile die Wirtschaftsweisen und das sagen auch die Betreiber selber, dass es geht. Und aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin ist mir jetzt Juli Kurz zugeschaltet. Osterpaket wird ja dieser Ökostromplan in Berlin genannt. Was genau umfasst denn dieses Osterpaket? Ja, ich glaube, man kann dem Ganzen die Überschrift geben, es soll eine Offensive bei Solar- und Windkraft sein. Das Ganze war ja zuletzt in Stocken geraten. Da will man einen neuen Impuls setzen bei den erneuerbaren Energien. Das Ganze umfasst relativ viele Maßnahmen, unter anderem etwa eine bessere Förderung von Solardächern. Es geht aber auch um neue Flächenausweisung von Windparks onshore, also auf See. Es geht aber auch darum, die Genehmigungsverfahren von Windrädern auf Land zu beschleunigen. Zu etwa auch, dass es neue Windparks gibt, aber vor allen Dingen auch höhere gebaut werden kann. Das alles soll erreicht werden, indem man das Ganze in einem überragenden öffentlichen Interesse stellt. Also die erneuerbaren Energien gehören zum überragenden öffentlichen Interesse. Das klingt erstmal sehr technisch, aber das würde helfen in diesen Prüfverfahren und auch in den Genehmigungsverfahren, in juristischen Verfahren, dass dann eben doch häufiger sich für die Erneuerbaren entschieden werden für die Windparks und nicht für die andere Seite. Also zusammengefasst, ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien bei höherem Strombedarf. Das klingt ja erstmal sehr ambitioniert. Ist das denn überhaupt machbar? Ja, also das Ganze ist schwer abzuschätzen, ob das am Ende wirklich realistisch ist umzusetzen. Ein Kniff ist eben, was ich gerade schon sagte, das überragende öffentliche Interesse, womit man das hinbekommt. Aber so ganz genau weiß man natürlich auch noch gar nicht, wie groß wirklich der Strombedarf am Ende sein wird. Da wird ja im Moment viel gerechnet, auch in der Industrie, viel grünen Strom man etwa braucht, um diese Transformation beim Wasserstoff zu machen. Das wird alleine nicht in Deutschland reichen, das herzustellen. Deshalb war ja der Minister Habeck auch gerade erst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um da eine Wasserstoffpartnerschaft voranzubringen. Also da wird man sicherlich auch auf internationale Kooperation zurückgreifen müssen. Aber das Ziel ist, mit diesem Osterpaket gemeinsam mit dem Sommerpaket, was ja noch aussteht, dass das Ganze, das hatte zumindest der Minister Habeck angekündigt, verdreifacht wird, dass verdreifacht an beschleunigt wird und die Verdreifachung bei der Verringerung der Emissionen, so ist richtig. Dieses ganze Thema wird ja nun schon sehr lange diskutiert und Widerstand gab es da bislang immer auch aus den Ländern. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind die denn eigentlich mit an Bord? Naja, es ist so, dass wirklich dieser schwierige Punkt, der sehr viel Widerstand hervorgerufen hat bei den Ländern, diese 2%-Geschichte, dass 2% des Landes für Windkraft bereitgestellt werden soll. Dieser Punkt ist jetzt noch gar nicht in dem Osterpaket drin, sondern der soll erst in dem Sommerpaket verabschiedet werden. Und da dürfte noch relativ viel Widerstand kommen. Minister Habeck ist ja dafür auch schon bereits durch mehrere Bundesländer gefahren. Und wir hören aus dem Ministerium, dass es schon da auch ein Einlenken gibt, eine Bereitschaft gibt. Auch Markus Söder hat heute Morgen ja noch mal deutlich gemacht, dass man auch mehr Windkraft bauen möchte, mehr Windräder bauen möchte. Aber zuletzt hatten die Länder eben doch sehr gebremst, eben auch immer mit dem Hinweis darauf, dass die Windräder nicht
zu nah an Siedlungen gebaut werden dürften. Wie dieser Konflikt am Ende ausgeht, wird man sehen. Minister Habeck hatte ja auch schon, man kann schon sagen, auch angedroht, dass im Zweifelsfall auch der Bund durchgreifen würde mit dem Baugesetzbuch. Da wird man sehen, wie sich der Konflikt in den nächsten Wochen lösen wird. Geplant waren diese Maßnahmen des Pakets ja schon seit einiger Zeit. Inzwischen aber hat sich einiges geändert. Russland hat die Ukraine angegriffen. Was hat das denn geändert? Ja, das ist vor allen Dingen interessant bei der Wortwahl des Ministers. Zuletzt hatte er ja eigentlich immer davon geredet, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, um die Klimaneutralität zu erlangen. Deutschland hat ja sehr ambitionierte Klimaziele. Jetzt auch bei diesem Osterpaket steht im Fokus eher die nationale Sicherheit, weil man sagt, das ist wichtig. Wir brauchen die erneuerbaren Energien, um eben unabhängig auch, was die Energien angeht, von Russland zu werden. Im Moment ist es aber so, dass man ja sieht, dass man vor allen Dingen versucht, überall anders auf der Welt Gas zu bekommen. Und das hilft natürlich bei der Klimaneutralität nicht. Julie Kurz in Berlin, vielen Dank für diese Einordnungen.